Also ich bin hier mit Emma aus dem Domgymnasium und sie hat heute mit ihrer Klasse die ganz große Ehre, mit Bosse das Lied Traum zu performen. Wie fühlt sich das für dich an, mit ihm auf der Bühne zu stehen? Also wir hatten eben ja die Generalprobe und ich fand es schon sehr aufregend und freue mich auf jeden Fall schon auf heute Abend. Wie lange habt ihr euch denn überhaupt vorbereitet, mit ihm das zu singen? Also ihr habt jetzt gerade die Generalprobe gemacht, aber wie habt ihr euch in der Klasse vorbereitet? Wir hatten im Musikunterricht beim Domgymnasium bei unseren Chorlehrern gefragt, ob wir das Lied üben dürfen und ob wir das halt machen dürfen. Und dann hatten sie ja gesagt und dann hatten wir es, ich glaube, für 5 Wochen geübt. Und dann haben wir auch ein Video aufgenommen und das auf, ich glaube, Instagram hochgeladen und wurden halt dann ausgewählt, dass wir mit ihm singen dürfen. Mit wem bin ich denn erstmal hier? Ich bin die Klassenlehrerin von der Klasse 7c, die heute ihren großen Auftritt hat, zusammen mit Bosse. Wie ist es denn für Sie, Ihre Klasse mit Bosse auf der Bühne vor ca. 5000 Mann zu sehen? Das weiß ich ja noch nicht, wie es dann wird mit 5000 Mann, aber die Generalprobe war eben super und ich hatte Gänsehaut. Und wie ist es denn für Sie, dieses Lied Traum oder allgemein die Lieder von Bosse, finden Sie die? Ich kannte Bosse vorher nicht, muss ich gestehen, und jetzt beim Soundcheck konnte ich ja so ein bisschen reinhören und ja, gefällt mir gut. Und die Klasse hatte ja schon wochenlang den Song Traum geübt und der gefällt mir auch richtig gut. Wie fühlt sich das denn für dich an, ein Teil von diesem Highlight von dem Havelfest zu sein? Also ich bin schon sehr geehrt. Also man hätte auch am Anfang nicht wirklich gedacht, dass wir aufgenommen werden, weil viele haben sich dafür wirklich beworben. Aber schon eine große Ehre, mit auf der Bühne zu stehen und mit Bosse zusammen zu sehen. Und wie empfindest du das Gefühl, auf der Bühne zu stehen? Also ich finde das nicht ganz neu, aber ich finde es trotzdem ein sehr schönes Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Das ist wirklich schon was Tolles. Bist du schon aufgeregt? Ein bisschen. Wie ist es denn für euch, vor ca. 5000 Mann später zu singen? Seid ihr aufgeregt? Also von mir persönlich aus kann ich schon sagen, ich bin da schon ganz schön aufgeregt, aber ich nehme das dann einfach hin, ich probiere so gut es geht und wenn es dann halt klappt, dann wird es halt auch. Also, ja. Und ihr seid ja vor dem Auftritt noch Backstage, was macht ihr denn? Wie bereitet ihr euch noch kurz davor vor? Also wir werden uns nochmal einsingen, dass auch die Stimme aufgewärmt ist und wir werden nochmal gucken, dass wir auch alles haben, dass hier jeder was Passendes anhat und dass wir uns einfach schon so hinstellen, wie wir auch auf der Bühne stehen werden. Und wie findest du es, dass man jetzt bei der Chorprobe die Presse oder ja, halt allgemein alle keine Fotos von euch mit Bosse machen durften? Also ich finde es schade natürlich, weil es halt, weil meine Mutter und ich auch große Fans von ihm sind. Aber persönlich durften wir ja mit ihm Bilder machen. Ja. Dann danke dir für das Interview. Gerne.